uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Mutter, Sie sind wieder hier. Hey, Reno, wie wäre es, wenn du deine Wunden versorgst? Würde ich ja gern. Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Überhaupt, war das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut, wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig. Für die Balance. Ha? Man darf nicht nur nehmen. Man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Du bist wach. Bist du okay? Ja. Wo sind wir? Hier habe ich gelebt, als ich ein Kind war. Mit meiner Mutter geteilt. Es ist alles noch so wie früher. Nichts ist verändert. Jeden Morgen haben sie meine Mutter irgendwo mit hingenommen. Ich habe oft alleine geweint. Aeris, es wird Zeit, dass du redest. Und zwar über alles. Also gut. Ich bin vom alten Volk. Aber das wisst ihr schon, oder? Der Begriff altes Volk stammt übrigens von Shinra. Wir selbst nennen uns Zetra. Der Planet gebärt uns, redet mit uns, öffnet sich uns. Auf das wir eingehen ins verheißene Land. Wo uns größtes Glück beschieden sein wird auf alle Zeit. Barret! Naja, also, ich hatte das für ein Märchen gehalten. Shinra wohl nicht. Sie suchen verbissen das verheißene Land. Weißt du, wo es ist, Aeris? Gibt es das wirklich? Gute Frage.
Irgendwann werde ich es vielleicht verstehen. Aber noch weiß ich nichts. Selbst wenn, wäre es euer. Nein, es wäre dein Land, Eris. Selbst wenn das Marco da nur so aus dem Boden sprudelt. Shinra hat da nichts zu suchen. Sie wollen es dir wegnehmen? Ha! Diese gierigen Raffzähne. Cloud, du wirst Eris hier rausbringen, klar? Ich hab noch ein Hühnchen mit Shinra zu rupfen. Barrett, es ist nicht, wie du denkst. Nicht diese Nebelgeister schon wieder. Stammen die auch aus Shinras Labor? Das sind Moiren. Betrachte sie einfach als die Hüter dieses Planeten. Sie suchen die heim, die das Schicksal zu verändern suchen. Und halten sie auf. Wie meinst du das? Schicksal? Das Leben. Des Planeten von seiner Geburt bis zu seinem Ende. Der Lauf der Dinge ist nicht mehr änderbar? Alles steht fest? Ja. Der Planet wird schon bald untergehen. Und diese dämlichen Scheißmäuren lassen uns ins Messer laufen. Ist das dein Ernst? Obwohl, langsam. Woher weißt du das alles überhaupt, hä? Wer garantiert uns denn, dass du uns nicht einfach etwas vormachst? Immerhin bist du ja einer von Shinras Hunden. Ich bin kein Hund. Als Eris mir ihre Hand auflegte, hat sich mir all dies Wissen erschlossen. Also, wisst ihr? Eris! Unser eigentlicher Feind ist nicht der Shinra-Konzern. Sie haben zwar damit zu tun, aber unser Gegner ist ein anderer. Ich will irgendetwas unternehmen. Für die Menschen. Diese Welt. Sag, Eris, was weißt du genau? Im Moment so gut wie nichts. Je mehr ich forsche, desto verwirrter bin ich. Wenn die Moiren mich berühren, geht immer ein Teil von mir verloren. Wie Blütenblätter einer welkenden Blume. Ganz ruhig. Wir finden einen Weg. Nanu? Endlich hab ich euch gefunden! Hey, was soll das? Na, habt ihr mich vermisst? Wedge! Du hier? Mann! Schon wieder auf Trab? Dank der guten Verköstigung bei Elmira. Aber wir haben jetzt, glaube ich, Wichtigeres zu besprechen. Schon bald? War das eine Explosion? Anormale Erschütterung. Das ist die Hauptgruppe von Avalanche. Die wollen den Direktor einen Kopf kürzer machen. Damit ihr wart leider zu langsam. Wegen der Explosion wurde Alarmzustand ausgerufen. Alle Mitarbeiter bitte umgehend evakuieren. Wir stecken hier fest. Zugänge werden verriegelt. Kein Grund zur Sorge, junge Dame. Seht doch, die Routen im Labor sind noch nicht abgeriegelt worden. Ihr müsst hoch aufs Dach. Da wartet ein Hubschrauber der Hauptgruppe. Die Hauptgruppe? Als würden die uns jemals mit an Bord nehmen. Ich hab sie angebettelt. Bis sie genervt zugesagt haben. Wedge. Also dann, bis später. Oh.
Schlingel hätte uns ruhig fragen können. Barrett, er hilft uns. Ja? Zu Hause wasche ich ihm den Kopf. Unser Ziel ist also das Dach, richtig? Wir sollten den Fahrstuhl versuchen, den Hojo benutzt hat. Geht es hier lang zum Fahrstuhl? Ja, ich kann den Mistkerl noch riechen. Was ist denn hier passiert? Die Behälter. Sie sind alle leer. Mir schwant nichts Gutes. Hier müssen wir lang. Und wie? Das wohl angerichtet. Dann sollen sie dafür bezahlen. Überlass die mir! Es ist vorbei! Verzieh dich! Dann übernimm. Ich leg los! Ich leg los! Abschlagen! Auf dich. Jetzt erst recht. Los! Genug! Gib mir 5. Ja, das war heiß! Los. Wo sind wir hier? In Hojos Hexenküche. Shinras dunkles Geheimnis. Zum Zertrümmern fehlt uns leider die Zeit. Lasst uns schnell rauf aufs Dach.
ist das? Genova. Mutter. Lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Sie alle. Ich hasse sie alle. Cloud? Bist das wirklich du? Meiner Theorie lag ich also vollkommen richtig. Ich hoffe, meine Erwartungen werden auch weiterhin erfüllt. Hier weg. Versuchsbehälter. So komme ich rüber. Ich helfe dir. Danke. Alles okay? Ja. Und die anderen? Scheinen nicht in der Nähe zu sein. Dann suchen wir sie.
ist. Mit dem Hebel da drüben könnten wir uns einen Weg schaffen. Das müsste sich arrangieren lassen. Bist du sicher? Ja. Dann hüpf mal rüber. Dieser Laden ist das reinste Gruselkabinett. Kommt mir bloß nicht so nah. Brauchst du Hilfe? Geh doch ein bisschen. Mehr nicht. Bist du dir sicher? Klar. Hab noch gar nicht richtig losgelegt. Hink mit dir und ich warte. Ja, es ist aus. Stromschlag. Blitz und Donner! Hey, los! Bis hier und nicht weiter. Ich durchlöcke dich wie ein Schild. Gewitter! Neuer Versuch. Los! Tschüss! Ist das hier eine Monsterfabrik oder was? Das könnte man durchaus so sagen. Keine Chance. Das wird so nichts. Bei dir, alles klar? Ja, keine Sorge. Na dann, ist ja gut. Der Ausgang? Was nun? Ganz einfach. Wir suchen Tifa und Aris. Und dann geht's rauf aufs Dach. Gibt doch sicher einen Fahrstuhl. Mal abgesehen von den Störenfrieden hat sich am Plan nichts geändert. Los, Leute! Die Tür ist verriegelt. Der Weg zurück ist abgeschnitten. Netter Wandlauf. Doch super!
sehr schön! Wartet dort! Wir kommen jetzt zu euch runter! Hä? Was hat sie gesagt? Da drüben scheint irgendwas zu sein. Ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Soweit ja. Aber wir stecken hier fest. Was sollen wir jetzt tun, Cloud? Ah, könnt ihr mich hören? Hojo. Ganz genau. Willkommen in der Walze, meiner bescheidenen Forschungseinrichtung. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Und freut euch, denn ihr werdet die seltene Ehre haben, an meinen Experimenten mitzuwirken. Was? Wenn alles vorbereitet ist, werde ich die Tür zu Sektion 3 öffnen. Obwohl, wo ihr gerade schon einmal zugegen seid, warum geht ihr mir nicht einfach etwas zur Hand? Eure Daten werden sicher sehr aufschlussreich sein. Ich und dem helfen? Da hat er sich aber geschnitten. Lasst ihn uns einfach ignorieren. Das wäre vermutlich zwecklos. Wie ich Hojo kenne, lässt er uns nur vorankommen, wenn wir ihm liefern, was er will. Er hat Sektionen erwähnt, nicht? Ich glaube, ich habe oben so eine Aufschrift an der Tür gesehen. Sehen wir es uns an. Ihr seid auf euch allein gestellt. Seid vorsichtig. Ja, sind wir. Wir warten hier. Wenn irgendwas ist, dann funkt uns an, okay? Geht klar. Ob mit Cloud alles in Ordnung ist? Er benimmt sich schon länger etwas seltsam. Ja, aber mach dir deshalb keine Sorgen. Sag lieber mal, wie geht es dir denn so? Mir? Alles im grünen Bereich.